Okay, kommen wir nochmal zu einem Mokik, einem Moped. Nämlich der KTM MSS 50. Herzlich willkommen hier in der Moped Factory. Vielleicht kennt ihr mich noch. Ich bin der Franz und der Paul ist natürlich auch dabei. Und weil Hallo. Ich leider ein. Weil ich leider eine etwas schwierigere Operation hatte, aber ich unbedingt wieder mit dem Paul ein Video machen will. Ich darf leider nichts Schweres heben. Deshalb haben wir uns heute mal an unsere Rechner gesetzt und haben ein sehr spannendes Thema für euch rausgesucht. Wir wollen Mofas ranken nach ihrer Optik. Es geht wirklich nur um die Optik. Wir haben uns hier ein Potpourri aus 20 Mofas rausgesucht. Ihr seht sie hier vielleicht schon. Und da sind hauptsächlich die dabei, die wir selber auch haben, aber auch ein paar Evergreens, die wir uns so zusammengesucht haben. Paul, hast du schon einen Favoriten oder willst du dich erstmal überraschen lassen? Ich habe einen Favoriten, aber ich verrate ihn jetzt noch nicht. Sehr gut. Das also, werde ich dann gleich, wenn wir da sind, dann verkünde ich meinen Favoriten. Alles klar. Also, wir haben gehen von S bis D. S ist die Nummer 1 und D ist das, was uns am wenigsten gefällt. Wer hat sich das ausgesucht? Das ist dieses normale Ranking. Amerikanische. Genau, so in die Richtung. Ja. Und wir werden jetzt die Mofas einzeln durchgehen. Hercules, Zündapp, Simson, was auch immer. Ihr seht, das ist alles dabei. Und dann werden wir die hier einranken und so ein bisschen unseren Senf dazu geben, warum wir die so sehen. Und nachher haben wir hoffentlich ein schönes Ranking von S bis D, welches Mofa uns am besten gefällt und welches wir optisch nicht so schön finden. Okay, Paul, als erstes starten wir mit einem Mofa, was du auch gut kennst, nämlich einer Hercules Prima GT. Wo würdest du die einsortieren? Gefällt sie dir? Oh, das ist natürlich schon direkt was, was ich relativ hoch ranken würde. Wobei ich sagen muss, wenn ich das jetzt so vergleiche mit einer CS oder sowas, ist die, glaube ich, bei mir gar nicht so weit oben. Aber wir haben ja jetzt irgendwie so ein breites Spektrum drin und da im Vergleich ist die für mich schon recht weit oben. Also ich bin bei der GT, glaube ich, hier bei so schon A, glaube ich. Ja, ich glaube, ich wäre auch bei A. Wenn man die so, also wir gehen jetzt natürlich immer vom Originalen aus, aber die sieht schon sportlich aus. Wir einigen uns auf ein A. Direkt geht's spannend weiter. Zündapp 442. Kann ich ja mal anfangen. Es natürlich, sieht natürlich ganz anders aus als die GT, aber nicht minder schlecht. Feines Mofa. Wir haben nachher noch ein paar kontroversere, wo wir vielleicht ein bisschen mehr diskutieren müssen. Aber ich würde die 442 noch nicht, ist für mich noch kein S, oder was sagst du? Nee, für mich auch nicht. Dafür gibt es noch ein paar, die drüber sind. Aber wenn man jetzt noch so eine Zwischenstufe hätte, glaube ich, würde ich die zwischen S und A einordnen. Ja, aber das haben wir nicht. Haben und wir da nicht? Wir beide gesagt haben, nicht S, genau. Setzen wir sie auf A. Ja, aber ich finde, das passt auch einigermaßen. Also es ist halt schon ein unterschiedlicher Style so, die GT und die 442. Aber die sind schon, ich finde so vom Ranking her sind die schon ähnlich. Also es passt schon gut. Genau. Ihr könnt ja mal, wenn ihr irgendwas ganz anders seht als wir oder ein anderes Mofa hier mit reingepackt hättet, dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Kommen wir zum nächsten, vielleicht ein bisschen spannender. Hercules Prima 5. Oh. Da macht man sich ja jetzt Feinde ganz schnell, ne? Ja, macht man sich schnell Feinde, ja. Ich finde, sie ist jetzt nicht hässlich oder sowas. Das ist auch ein schönes Mofa, aber es ist schon sehr, sehr Standard. Ja. Und man hat sich, glaube ich, satt dran gesehen an der Prima. Deshalb ist die für mich, glaube ich, so C oder B. Eher C, glaube ich sogar. Ja, ich wäre auch bei C. Also, sorry, Leute, aber. Wir haben ja selber auch Prima 5. Ja, zwei inzwischen sogar, ne? Wann geht's mit der 115 Kubik Prima 5 weiter, Paul? Vielleicht das. Ja, jetzt bald. So. Vielleicht. Okay, das haben wir vor zwei Monaten auch gesagt, ne? Ja. Okay. Noch ein Mofa, was so keine durchgehende Sitzbank hat. Kreidler Flori, die MF23. Oh, ja. Lassen wir den Wert mal hier raus. Wie gefällt die dir? Ist die eher Zündapp 442 oder eher Hercules Prima 5? Ich finde ja, bei der Flori muss man immer ein bisschen aufpassen. Man hat immer direkt zum Hinterkopf, Flori, gute Qualität und sowas. Mhm. Und
optisch sieht man vielleicht manchmal ein bisschen drüber hinweg, dass die auch gar nicht so besonders aussieht. Ja. Trotzdem ist die bei mir auch irgendwo so in dem A-B-Bereich. Aber ich weiß nicht, was willst du sagen? A oder B oder bist du bei S? Boah, schwer. Mir gefallen die Felgen von der nicht so gut. Mhm. Ansonsten, sollen wir sie B machen? Die hat halt die Sitzbank. Boah, ja. Wenn ich die 442 auf A ranke, dann ist die Flori, glaube ich, auch A. Ja. Oder B? Oh. Also da finde ich es gerade ziemlich schwierig. Aber wir können uns, glaube ich, auf A oder B einigen. Mir ist es eigentlich egal. Ich finde, die hat so ein paar Punkte, da würde ich sagen, da ist sie hässlicher als eine 442. Und bei manchen finde ich, sieht sie besser aus, deshalb... Okay, machen wir mal B. Machen wir mal B. Okay, kommen wir zu der nächsten. Zündapp ZD10. Warte mal ganz kurz. Ja. Wir können nachher noch mal ein bisschen was ändern, oder? Falls wir uns noch nicht ganz sicher sind. Das können wir immer noch, ja. Okay, vielleicht kommt nämlich da irgendwie noch was anderes auf B und dann schieben wir sie doch auf A. Gucken wir mal. Genau, ja, der Kontext muss auch immer stimmen. Ja. Zündapp ZD10, was sagst du dazu? Mm. Das hatten wir noch nicht, aber du kennst sie ja von Bildern. Ja. Und wie gefällt sie dir? Also ich hatte ja die ZR20, die ist ja ähnlich, die hat nur vorne so mit der Lampenmaske und so, das sieht alles ein bisschen anders aus. Mhm. Und vom Motor sieht natürlich auch anders aus. Aber die ist für mich schon mit der 442 so auf einem Level, glaube ich. Also ist für mich schon A. Na, für mich ist B. Und zwar klares okay. B. Also ich finde sie nicht so schön. Dann machst du B, ja. Dann machst du B. Dann haben wir das jetzt ausgeglichen mit der. Okay. Was ist Flori oder ZT10? Welche gefällt dir da besser? Die ZT10. Okay. Ja gut, dann passt es. Also. Dann passt es, ja. Okay, wir kommen zu unserer ersten Simson. Simson S51. Oh. Ich denke, das ist so, jeder kennt es inzwischen. Vielleicht fange ich nochmal an. Ja, S51. Bitte. Es gibt viele, viele Mopeds, die mir besser gefallen als die S51. Mhm. Hier kann man natürlich auch nicht bewerten, dass die 60 fährt, dass die Teile günstig sind, dass es alle Teile noch gibt und so. Es geht halt echt nur um die Optik von dem originalen Moped. Und da finde ich sie... Wenn wir jetzt eine GT und eine 442 auf A haben, ist sie für mich eher bei B. Was sagst du? Ja, doch, hätte ich auch gesagt. Also ich würde die genau, also ich finde, die passt sogar da in die Reihe rein. Also die sieht, ja, da macht sie sich gut. B, ja, okay. Das ist natürlich schwer zu vergleichen, aber ja. Kommen wir zu der nächsten Wiederzündapp, Zündapp Bergsteiger. Im Vergleich zu 442 und der Zündapp ZD10, wo sortierst du da die Bergsteiger ein? Das ist die alte jetzt hier. Ja. Aber wir nehmen einfach mal die Bergsteiger-Serie im Generellen. Also das finde ich jetzt schwierig. Ich finde die schon, sieht schon sehr gut aus. Mhm. Aber ich glaube, ein S ist das für mich noch nicht. Ich weiß es nicht. Nee. Ich werde es auch also eher Also ich würde auch gesetzt. A, genau. Ja. Ja, das ist gut. A. Okay, setzen wir es auf A. Zack. So, Zündapp. Schon wieder eine Zündapp. CS25 jetzt. Das ist unsere erste CS25, die wir hatten. Was sagst du zu der? CS25, schafft die es schon auf S oder ist die noch bei A? Oder ist die sogar noch tiefer bei dir? Ich glaube, die schafft es auf S. Gefällt man muss dir ja auch bedenken, als die GT, ja. Ja, die gefällt mir schon besser. Optisch gefällt es mir besser als die GT. Man muss ja bedenken, das ist halt ein Mofa, ne? Und ich habe jetzt so im Hinterkopf, welches Mofa sieht denn da noch besser aus? Außer vielleicht so ein paar einzelne, aber die wären für mich dann auch S. Mhm. Deshalb, natürlich gibt es Mopeds, wo ich vielleicht sagen würde, die gefallen mir besser, aber wenn ich jetzt dann auch da mal so auf die Mofas einzeln achte, würde ich schon sagen, das ist ein S. Okay. Für mich auch. Also ich finde auch, es ist ein S. Das Bild hier ist jetzt auch noch eine nicht so schöne. Also da gibt es ja noch viel schönere, finde ich. Ja. Wenn man das ja, im Querschnitt an originalen CS nimmt, dann sie gefällt mir auch besser als die GT. Deshalb für mich auch. Zündapp CS25 ist für mich auf der S-Schiene. Okay, nächste Simson. Simson Schwalbe. Mal, man sieht jetzt schon unsere gaussche Verteilung. Das ist schon genau, gaussche Normalverteilung. Jetzt müssen wir hier noch, ne? Okay. Simson Schwalbe. Vergleichen wir sie mal mit der S51. Ja. Mir gefällt sie besser als die S51. Wie sieht's bei dir aus? Also es geht ja nur ums Optische. Es geht und nur ums Optische. Ich glaube, da würde ich sie auch vor die S51. Also ich finde die S51 und die Schwalbe sind halt komplett andere Typen. Mhm. Und da sind sie für mich beides schon so irgendwie auf einem ähnlichen Level. Aber ich glaube, die Schwalbe, wenn ich jetzt sagen würde, was gefällt mir nur optisch besser, bin ich auch bei der Schwalbe. Also wir können die Schwalbe gerne auf A setzen. Setzen wir die Schwalbe auf A. Wäre ich auch für. Also ich sehe sie auch so in einer, auch wenn sie ganz anders ist, auf einer Linie mit so einer 442. Sie hat so schön viel Blech, das gefällt mir richtig gut. Genau, ja. Da finde ich auch.
Und ja, ne, finde ich gut. Sitzt gut da. Kommen wir jetzt zum nächsten. Also wir müssen mal gucken, dass da irgendwas zu der Prima kommt. Die ist ja ganz allein da unten, die Prima 5. Ja, bestimmt, bestimmt. Vielleicht die Hercules Supra 4. Würdest du sie zu ihrer Herkules-Schwester gesellen, zur Prima 5? Nee. Oder ist das dein Favorit? Nee. Ja, ich hätte die jetzt schon ein bisschen zu meinen Favoriten gesagt, aber ist jetzt nicht mein Favorit, aber die ist für mich vielleicht sogar ein S. Ich finde, die sieht schon sehr, sehr schön aus. Ja. Ich finde, das Einzige, was bei der ist, die hatte so einen relativ schmalen Zylinder irgendwie und das ist alles so ein bisschen sehr schlank, aber das ist natürlich auch wiederum cool. Also so ein bisschen wie bei der GT, nur nicht so sportlich halt, wie die GT in alt quasi. Und das ist dann also quasi das optische Update von der GT, auch wenn es halt davor kam, aber für mich ist das dann ein S. Ja, naja, sehe ich auch so. Also ich finde die auch schick. Hier ist wieder das, was hier gezeigt ist, sie hat so einen grünen Seitendeckel, das ist dann nicht so schön, ja, aber wenn wir den Schnitt an originalen Supras nehmen, dann gefällt die mir schon besser. So, optisch wieder ein bisschen was anderes. Die Solex, wie heißt die? Solex 3000, glaube ich, oder? 3800, glaube ich. Okay, oder so. Ist natürlich was ganz anderes jetzt. Für mich rein optisch auf jeden Fall kein S. A oder B, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Aber ich kann nicht sagen, dass die mir so gut gefällt wie die Fiewitz, oder? Genau, ich finde nämlich, die ist optisch, das ist halt, weil das so was Außergewöhnliches ist, das wertet das nochmal so ein bisschen auf. Aber wenn man jetzt wirklich das so runterbricht und so die einfach nebeneinander stellen würde, glaube ich, würde ich die doch auf B setzen. Genau, ich auch. Ich denke, so eine Flori oder so, da sehe ich sie gerne mit auf einer Linie. Wir sind natürlich auch sehr so gebiased, also wir sind da sehr vorgeschädigt, weil hier unsere kennen wir natürlich sehr gut, da hat man auch so eine persönliche Beziehung zu und die nicht unsere sind, die werden aber vielleicht nicht so gut. Aus dem Grund können ja alle mal in die Kommentare schreiben, was sie meinen, was wir da ändern sollten. Oder vielleicht auch einfach noch ein paar dazu, also einfach das Modell und dann den Buchstaben dahinter. Genau. Weil dann können wir vielleicht auch mal sowas irgendwann nochmal machen und dann können wir ein paar mehr mit reinnehmen. Dann sieht das vielleicht noch am Ende spannender aus, das Ergebnis. Richtig. So, kommen wir zum nächsten. Und hier haben wir mal ausnahmsweise das Bild. Sieht besser aus als das Originale, finde ich, nämlich die Puch Maxi. Oder gefällt dir unser Augenbau besser als die originale Maxi? Ja, mir auch. Wir bewerten jetzt die Originale aber, ne? Ja, wir bewerten die Originale, wie bei den anderen auch. Ja, genau. Die originale Maxi. Bei Prima 5 oder eher bei Supra 4? Warte, kommt gerade der Hund hoch. die originale Maxi ist für mich bei der Supra 4. Auf der S? Achso, nee, sorry, ich meinte bei der Simson. Ah, bei der Simson. Das Bild ist so klein. Also, ja, hätte ich auch gesagt. Also, bei mir ist es B, Bei mir ist es auch B. Wo hättest du die umgebaute? Da hätte ich sie auf A, glaube ich. Ja, oder ich auf S. Auch. Oder A. Ja, ich glaube, ich hätte sie auf A, weil, ja, wobei, das ist so schwierig zu vergleichen. Ja, ich glaube, ich wäre trotzdem nur bei A gewesen. Aber ich finde, original ist die Puch Maxi halt schon nochmal ein Stückchen schöner als so eine Prima 5, aber auch nicht so sehr. Also das passt schon gut bei B. Genau. Wir haben jetzt auch hier nicht S oder N unterschieden, einfach alles in einem durch. So, jetzt kommen wir vielleicht zu einem, der dein Favorit ist, weil wir sie so oft haben und du sie selber auch eine fährst, nämlich die Piaggio Ciao. Für den Kenner ist das alte Modell natürlich oft viel schöner als das neue, aber wir müssen hier so einen Querschnitt nehmen, deshalb so im Durchschnitt. Piaggio Ciao. Vielleicht fange ich nochmal an. Ja. Ich finde es einfach, ich würde sie zu der Prima 5 setzen. Findest du sie besser als die Prima 5 optisch? Nee, besser nicht. Mhm. Ich gehe gerade so ein bisschen die Modelle durch und ich finde, es gibt ein paar Modelle, die würde ich vielleicht sogar unter die Prima 5 setzen. Es gibt aber auch ein paar, die würde ich über die Prima 5 setzen. Deshalb ist es schon ganz gut, deshalb passt es schon. Können wir auf C machen. Sehe ich auch so. Also ist jetzt nicht so, ich finde das alte Modell wäre bei mir noch eins höher mindestens. Genau, ja. Aber die neuen, gerade so die Mix, die wäre noch eins drunter.
Ja. Und deshalb ist so ein Durchschnitt C, glaube ich, ganz gut. Ja. Okay, kommen wir nochmal zu einem Mokik, einem Moped, nämlich der KTM MSS 50. Die wir hier mit einem 80 Kubik Motor sehen, das soll uns aber nicht davon abhalten, sie als Mokik zu bewerten. Ist ja wieder so ein bisschen was in die Richtung Supra 4 geht. Aber ja. Optisch sagt sie dir genauso zu wie die Supra 4 oder ist sie eher so eine S51 oder noch drunter? Sie ist halt ein bisschen breiter, ne? Also so alles ein bisschen wuchtiger als bei der Supra 4. Mhm. Gefällt mir schon auch ganz gut, aber irgendwie so die Felgen mag ich nicht so sehr, obwohl die ja jetzt schon ähnlich sind auch der GT zum Beispiel. Aber ja, ich glaube, die ist bei mir eher ein A. Bei mir auch. Ich finde den Tank nicht so schön wie bei der Supra oder der CS. Mhm. Ich finde dieses Runde gefällt mir besser als dieses sehr eckig bei der KTM. Deshalb würde ich sie auch auf A setzen. Und jetzt kommen wir zu dem, wo ich jetzt gesagt hätte, du hast ja gesagt, du hast einen Favoriten vorher. Mhm. Glaube ich, dass wir jetzt da sind mit der Simson SR 50. Ich weiß, dass bei uns früher öfter eine vorbeigefahren ist, also konntest du dir das auch ein paar Mal live angucken. Wie sagt dir die SR 50 zu? Ist natürlich so ein bisschen Kult, aber was sagst du optisch? Ich finde es hat schon wieder so ein Retro-Ding, ne? Hat es schon so ein bisschen, aber es ist jetzt nicht optisch, es ist optisch nicht das, was mir so wirklich super gut gefällt. Deshalb bin ich da eher bei den unteren, bei den unteren Buchstaben. Gefällt sie dir besser als eine Prima 5 oder schlechter? Oder eine Ciao. Schlechter. Ja, schlechter. Die ist schon eine D bei mir. Und meine Frage wäre dann noch, würdest du sie trotzdem auf der Straße fahren, wenn du eine hättest? Ich würde die alle auf der Straße fahren. Ja, ich denke ich auch. Okay, also, kommen wir so hässlich ist es dann nicht. Kommen wir zu was, womit du dich besser auskennst und ich mich auch, nämlich die Piaggio C. Das war mein erstes Mofa und deshalb würde ich mich hier mal davor setzen. Ich finde sie optisch, wir haben jetzt hier natürlich wieder die Farbe gefällt mir nicht so gut von dieser Weinroten, wobei sie mir immer besser gefällt, muss ich sagen. Aber es gibt halt auch die alte mit dieser nicht so schönen Gabel. Ja. Deshalb würde ich sie eher optisch, ich schwanke zwischen B und C. Bist du dir sicherer als ich mit einer? Also das Modell, also... Generell musst du ein Mittel Also für mich ist maximal C. Mhm. Ah, okay. Ja, dann würde ich sagen, bleiben wir bei C. Ja, dann bleiben wir bei C. Also ich finde sie jetzt nicht hässlicher als die Ciao, muss ich sagen. Nee, das stimmt. Das kommt halt auch echt immer aufs Modell wieder an. Genau, deshalb, ich denke, C ist ein guter Mittelwert. Jetzt haben wir nochmal was auch mal unseres war, nämlich eine SM25 von KTM. Auch so ein bisschen die GT von KTM. Gefällt sie dir besser als die GT? Das ist ja der Vergleich ganz nett. Oder schlechter oder genauso? Ich finde, das ist quasi die GT in nicht ganz so, nicht schön, also nicht so schön. Ich finde die so von der Form, vom Tank und sowas, das erinnert mich tatsächlich ein bisschen an die S51. Mhm. So von der Form. Mhm. Deshalb ist das für mich B. Ist für dich B? Oh, ich hätte jetzt eher, also es gibt ja, ich finde, es gibt schon sehr schöne SM25. Für mich ist es eher ein A. Ja. Ja. Also wir haben jetzt hier auch wieder so eine hässliche. Ja, das stimmt. Das hat mich jetzt auch, glaube ich, ein bisschen beeinflusst. Aber ich bin bei A und B bin ich okay mit, weil es halt wieder schönere Modelle gibt und nicht so schöne. Mhm. Aber wenn man jetzt so ganz das Original betrachtet, bin ich, glaube ich, bei der B. Also für mich ist das so ein S51-Level. Ich finde sie schöner, muss ich sagen. Ich finde den Tank schöner als auch als bei der GT, weil er so schön rund ist. Und auch die Sitzbank hinten hat dieses Heck in der Sitzbank. Ja, okay, stimmt. Okay, ja, du hast mich überzeugt. Mach A, ist gut. Machen wir A, okay. Ja. Gut, jetzt noch was wir noch nicht hatten, nämlich eine Peugeot 103. Ja. Eine, da gibt es ja, glaube ich, verschiedene von. Ich bleibe jetzt mal bei 103. Haben wir auch noch nicht gehabt. Gefällt sie dir optisch oder ist es eher so ein Gebrauchsmofa, was man noch umbauen müsste? Ja, das ist für mich ein bisschen wie die Prima 5, glaube ich. Mhm. Also das ist so ein
Es sieht halt so sehr nach Standard-Mofa aus und wäre für mich jetzt nichts, was ich mir kaufen würde, weil es mir so gut gefällt. Also für mich ist das auch C. Ja. Ja, ich habe auch zwischen B und C geschwankt, weil ich finde sie eigentlich ganz schick. Aber wenn ich sie so mit einer Kreidler, Zünder, Solex auf einer. Dann nehmen wir diesmal deinen Vorschlag an und dann setzen wir sie mal auf C. Ja. So, zwei noch übrig. Bin gespannt, ob die Bravo oder die Puch M50. M50 Racing dein Favorit ist. Ja. M50 Racing. Es ist die Bravo. Es ist die Bravo. Wenn die, okay, ja, also gut, dann gucken wir mal, wo die M50 hinkommt. Wenn, du, wenn, wir, okay, wenn die M50 dein Favorit ist, dann ist es auch S wahrscheinlich, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, die gefällt mir schon sehr gut, muss ich sagen. Ja, ich denke, da kann ich mitgehen, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Da finde ich unsere ist dann, na gut, da fehlt halt die Hälfte irgendwie noch. Mhm. Aber da finde ich, ist unsere auch eher über dem Durchschnitt. Wenn ich so manche andere Originale sehe, gerade die gute ist auch umlackiert. Ja, finde ich auch. Ich finde auch, bei der ist der Name, klingt so cool. Mhm, ja. M50 Racing. Ja, ja, das macht schon was her. Hat hoffentlich ein, zeigt schon, wie das Fahrgefühl da werden wird, wenn wir sie mal fertig haben. Ja. Okay, ja, kommen wir zu unserem letzten Vertreter hier. Noch eine Piaggio, eine Piaggio Bravo. Haben wir ja selber auch ein paar. Leider, also was heißt leider, wir haben keine Originale mehr. Und ich denke, ich nehme nicht zu viel weg, wenn wir sagen, das ist das Piaggio-Modell, was uns am wenigsten gefällt. Ja. Und wenn die anderen schon auf C sind, dann muss sie auf D bleiben. Bravo. Das da gehe ich komplett mit dir. Tut mir leid an alle Bravo-Fahrer. Ja. Es gibt auch manche, die ich vielleicht auf C setzen würde, aber so im Generellen eher da. Okay, wir können ja nochmal durchgehen und mal gucken, ob wir noch immer irgendwas anderes setzen würden. Also genau, wir haben auf S haben wir die Supra, die CS25 und die M50. Drei verschiedene Marken, aber die Modelle, es zeigt sich, eine durchgehende Sitzbank braucht es für S. Oder fällt dir irgendein Mofa ein? Schade eigentlich. Fällt dir irgendein Mofa ein, was Mofa-Form hat, was auf S kommen würde? Boah, jetzt gerade so? Nee. Geht's bestimmt. Geht's bestimmt irgendwas, wo man sagen würde, ja, das ist auf jeden Fall eins. Aber jetzt gerade fällt mir keins ein. Ja. Dann sind wir auf A, da haben wir die Bergsteiger, die 442, die GT, Schwalbe, MSS 50 und die SM25. Ist da eins bei, was du eher runterschieben würdest? Weil hoch ist, kommen sie, glaube ich, nicht. Aber runter? Oder sind wir da, haben wir gut bewertet? Nee, das finde ich schon gut. Das ist eine gute Mischung. Auch, dass da dann nicht nur welche mit Sitzbank bei sind, finde ich schon gut. Das passt, finde ich, auch ganz solide. Genau, ja. Nee, finde ich auch. Also ich finde, bei der 442 habe ich mir auch schon gedacht, ob S, aber dafür reicht es, glaube ich, noch nicht. Es ist kratzt. Wart mal noch 10 Jahre, dann. Genau. Okay, B, also das solide Mittelfeld, Puch Maxi, die unsere Solex, die Kreidler MF23, die Flori, Zündapp ZD10 und Simson S51. Wenn jetzt deine ZR, wäre die auch auf der Linie gewesen? Nee, ich bin bei der ZR auf jeden Fall bei B. Oh, die gefällt dir besser? Die gefällt mir, glaube ich, besser als die ZD. Mhm. Halt minimal, aber die ist für mich schon so wie die 442. Oh. Ich wollte ja auch die ZD auf A setzen. Also, stimmt, ja. Für mich sind die auf B, auf A. Okay. Für mich noch nicht. Da finde ich die, obwohl mir die runde Lampe sehr gut gefällt. Ja. Aber die mit den Felgen und so, das ist noch nicht so gut. Aber gut, dann der Rest passt aber, ne? Okay, kommen wir zu den ersten, die ein bisschen tiefer sitzen. C, Piaggio dominiert. Wir haben die Peugeot 103, wir haben die Prima 5, wir haben die Piaggio Ciao und wir haben die Piaggio C. Schafft auch keiner eins höher bei dir, nach ein bisschen Nachdenken? Nee, leider nicht. Okay. Also die Peugeot könnte man vielleicht nochmal drüber reden können, aber den Rest finde ich, das passt schon. Ich finde, die sind auch schon, wenn man das jetzt hier so sieht, das passt, das ist schon so recht homogen, wie das hier aussieht, so diese Reihen. Ja, man sieht schon, durchgehende Sitzbank hat dir mindestens ein B hier immer gebracht. Ja. Okay, und auf den letzten beiden Plätzen... SR50 heißt sie, genau, und die Piaggio Bravo. Welche von den beiden gefällt dir besser? Ah, die Simson. Okay, ja, würde ich auch sagen. Und dir? Ich finde die eigentlich ganz, ganz lustig, die Simson. Das ja, ist so ein bisschen, das ist halt schon so ein Froschgesicht irgendwie, was man dann doch schon wieder ins Herz schließen kann.
Ja. Ich glaube, es gibt, ja, es gibt für uns, glaube ich, auch noch welche, die unter D wären. Also das ist halt, jetzt für so unserem, die wir jetzt hier alle ausgewählt haben, passt das sehr gut. Ich glaube, wenn man so bei, an unser Mofa bewerten denkt, gibt es auch manchmal welche, die wären noch drunter. Bestimmt, ja. Also wir haben auch einige Marken noch nicht dabei, wie gesagt. Wenn ihr noch ein paar andere habt, dann schreibt gerne. Vielleicht kriegen wir ja nochmal eine Sammlung zusammen, dass wir eine neue Liste draus machen können. Ja. Aber sonst bin ich eigentlich auch ganz zufrieden damit. Welches hätte dir gefehlt? Hättest du noch eins, was du gerne mit reingenommen hättest? Ich finde es eigentlich ganz gut jetzt. Ich glaube, ich fände es noch schön, wenn man noch ein bisschen exotischere Sachen mit drin gehabt hätte. Mhm. Aber das Problem ist halt auch, da kennen wir uns dann auch nicht so aus. Vielleicht können wir das irgendwann nochmal machen. Dann nehmen wir vielleicht so ein paar ausgefallenere Modelle mit rein, die vielleicht viele nicht kennen. Mhm. Dann ist es nochmal so ein bisschen was Neues, weißt du? Dann ja. So was vielleicht, was man da nicht erwartet irgendwie auf A, weil es keiner kennt, aber dann hast du da ein sehr schickes Teil auf einmal. Ja. Nö, ich finde es eigentlich auch ganz cool. Aber es ist auch schön zu sehen, dass wir von S bis D haben wir aus jeder Kategorie eins, ja, ne? Ja. Ja. Also wir haben auch die ganze Bandbreite. Ist jetzt nicht so, dass wir nur S-Mopeds kaufen würden. Ja. Gut, ja, sehr spannend. Also ist ein bisschen wie Mofas bewerten, nur in Ranking und im Schnelldurchlauf. Wir können das ja auch nach dem Mofa bewerten dann einmal machen, dass wir alle ranken. So ein bisschen. Ah, ja. Dass wir so ein Ranking haben. Gut. Sind wir durch für heute, würde ich sagen. Spannendes Thema. Macht Spaß. Also ja, macht Spaß. Ihr könnt uns ja auch Bilder schicken, dann könnten wir noch, oder Bilder oder Modellvorschläge, und dann machen wir das nochmal mit anderen. Okay, nächste Woche geht es mit dem Schrauben weiter, hoffe ich. Auf jeden Fall. Vielleicht schafft der Paul was, ansonsten kriege ich vielleicht auch nochmal was hin. Ah, doch. Muss ja nicht bei allem was heben. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann macht das gerne. Hier seht ihr eine Schaltfläche dazu. Wenn ihr ein Video zu einem dieser Modelle gucken wollt, dann könnt ihr hier klicken. Da ist ein Video dazu. Und wenn ihr eine spannende Playlist euch angucken wollt, dann ist die hier. Und beim Schrauberling findet ihr jede Menge Anleitungen. Die könnt ihr euch hier anschauen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Fahrt ein bisschen Mofa. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.